Heute sind wir mit Lea hier. Und warum? Die Steffi hat sich verletzt. Und die entlasten wir jetzt ein bisschen. Die Lea hilft uns und damit wir hier vorankommen. Ja, wir hatten letztes Wochenende unser Anglühen. Ein Glühweinfest für die Nachbarschaft, Freunde, Bekannte. Es war super schön. Jetzt hat die Steffi eine Platzwunde. Aber nicht vom Anglühen, nicht vom Glühwein. Den nächsten Tag beim Aufräumen, ja, da hat sie mal das Regalbrett geknutscht. Nicht gesehen, Metallregal auf Kopf, dumm gelaufen, Platzwunde. Wir mussten zum Notarzt, sie wurde jetzt genäht und jetzt hat sie Schongang verordnet bekommen. Und weißt du, was komisch ist, Biene? Nee. Also ich habe ja eine Gehirnerschütterung, ne? Aber ich sehe hier hinten Sterne. Weihnachtsdeko auf der Baustelle, sehe nur ich die? Ja, hallo, das gehört sich so, ne? Also wenn schon Weihnachten vor der Tür steht, dann auch bitte auf der Baustelle Sterne. Also das liegt nicht an meiner Gehirnerschütterung. Nein. Das ist übrigens Lea. Wenn ihr sie nicht mehr wiedererkennt, sie hat nur die Haarfarbe gewechselt. Alle paar Monate mal neu. Ist das alles freiwillig, was du mir machst, Lea? Oder wirst du gezwungen? Ich bin gezwungen. Boah. Gute, schneiden wir raus. Also, der Stundenlohn, der lässt wahrscheinlich zu wünschen übrig, ne? Aber freie Kostenlogie ist doch auch was, oder? Selbst gekocht. Jetzt darfst du nichts Falsches sagen, Lea, ne? Ich darf gar nichts. Du darfst. Ja, was machen wir denn heute? Die Lea, die streicht die Betonwand vor und zwar, weil wir vermuten, sonst schimmert es durch die Tapete durch. Denn da oben habe ich den Rand gestrichen in weiß und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, da kommt ein ganz bisschen weiß durch. Also das verhindern wir jetzt, indem Lea die Wand einfach vorstreicht. Und ich fange an, mit den Stirnseiten zu tapezieren. Und jetzt blenden wir euch aus, weil, nein, wir blenden euch nicht aus, sondern wir machen Schnelldurchlauf, weil das ist eh langweilig und wir machen hier schöne Weihnachtsmusik an. Ja, nachdem die Biene und die Lea so fleißig waren, hier ein kurzer Rückblick noch vor unserem Glühweinfest, vor dem Tapezieren, ja, und vor meiner Platzwunde, als mein Haaransatz noch schön gerade und normal war und nicht so lückenhaft wie jetzt. Irgendwie muss ich das für die Zukunft ein bisschen kaschieren. Vielleicht so. Sonst sieht das ja einfach scheiße aus. Ja, die letzte Ölung der Fensterbretter ist schon eine Weile her. Es hört sich beknackt an. Aber war so, ich habe jetzt das Leinöl etliche Tage einziehen lassen. Ach, bestimmt eine Woche. Jetzt will ich außenrum Silikon ziehen. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing.
So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming. Fensterbank 2 ist jetzt auch erledigt. Wie genau ich das mit dem Silikon gemacht habe, da habe ich vor, ja, ich glaube 2 Wochen ein Video gemacht, wie man die Silikonfugen richtig schön zieht. Verlinke ich euch mal, ist für alle Anfänger interessant. Ja, hier haben wir die Vorbereitungen getroffen, also das ganze Schmücken für unser Fest, für das Wendehammer Anglühenfest. Ja, nicht nur für das Fest, sondern auch für uns, für die Weihnachtsbeleuchtung in der Vorweihnachtszeit. Aber das Wendehammer Anglühen, ja, ist ja von uns ein kreiertes Fest. Und warum Wendehammer Anglühen? Weil wir wohnen in einem Wendehammer. Und Anglühen war eigentlich so der Gedanke in der Vorweihnachtszeit, zu beginnen, mit der Nachbarschaft nochmal anzustoßen auf die Weihnachtszeit. Und dadurch, dass jeder dann in seinem eigenen Stress ist, wir uns auch nicht mehr sehen, ja, noch einmal einen gemeinsamen Abend zu verbringen. Ja, ich bin auch echt froh, dass wir jetzt fertig sind mit dem Schmücken. Das waren doch etliche Lichterketten, die wir da im Garten verteilt haben. Hier im Vorgarten haben wir überhaupt nicht mitgefilmt, ne? Wir haben jetzt nur hinten gefilmt. Genau. Es war schon einiges, wo wir an Ketten ausgelegt haben. Ja, das Fest ist auch immer größer geworden. Das stimmt. Es hat sich gesteigert von Jahr zu Jahr, ne? Mhm. Wurde immer mehr. Also was nur so ein paar Leute waren und mittlerweile, also muss man ja ehrlich sagen, wir waren tatsächlich dieses Jahr 67 Leute, ne? 67? Mhm. Ja. Wahnsinn, ne? Das war echt viel Arbeit, das alles zu schmücken, ne? Aber es hat sich gelohnt. Jetzt ist alles fertig und die Gäste können kommen. Ja, guck mal, da steht's nochmal. Wände haben wir anglühen. Zurück zur Baustelle. Ja, Fest ist vorbei, Platzwunde ist da. Ja, jetzt geht's weiter. Hier, Lea hat die Wand zu Ende gestrichen und du hast die Fensterfront tapeziert, ne? Ja. Tapezieren unter erschwerten Bedingungen. Die nächste Tapezierbremse, das ist der Damon. Ich wollte euch noch eine kurze Rückmeldung geben. Also unser Patient Mozart ist mit Antibiotikum völlig genesen. Er humpelt nicht mehr, läuft einwandfrei. Ja, super. Warum sage ich das so? Ja, irgendwie schreien hier alle hier, ne? Also wir haben hier Lazarettqualitäten. Jetzt ist der Carlo dran, nicht nur die Steffi,
mit ihrem Cut? Nein, der Carlo ist auch gebissen worden, und zwar in den Kopf, eins der bösesten Verletzungen, muss genauso mit Antibiotika und Schmerzmittel behandelt werden. Also wir machen hier nichts anderes mehr, als irgendwie die Kranken zu pflegen. Und das auf der Baustelle. Das. Also ich dachte, ich hätte eine Steckdose. Aber ist nix. Attrappe. Das ist die neue Energiesparsteckdose. Die ist nämlich einfach nicht angeschlossen. Nee, Quatsch. Ich muss den Einsatz noch im Baumarkt kaufen. Der ist mir ausgegangen. Wir stehen jetzt hier vor unserer Stickerwall. Ja. Und vom Peter haben wir vor einigen Wochen schon den Sticker bekommen. Peters Holzbude unter getreu dem Motto geht nicht, gibt's nicht. Vielen lieben Dank fürs Zusenden und den kleben wir natürlich jetzt. So Peter, du bist jetzt auch bei uns verewigt. Vielen lieben Dank nochmal. Und schaut mal auf dem Kanal von Peters Holzbude vorbei. Der hat viele schöne Projekte, wie es der Name schon sagt, natürlich mit Holz. Und sehr interessant. Wir verlinken ihn mal oben. Ach so, und hier noch schnell unser Baustellentipp. Nichts Handwerkliches in dem Sinne, sondern es ist die Adventszeit. Und wir haben ja nun auch viele Patienten hier gehabt. Also in dem Sinne müsst ihr einfach auch mal innehalten können. Ganz wichtig, auf der Baustelle muss es auch mal Ruhe geben, damit man ein bisschen zur Besinnung kommt oder vielleicht heilen kann. Also von daher, passt ein bisschen auf euch auf. Das war mein Baustellentipp. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Ist nicht viel gelaufen. Ich konnte ja so gut wie gar nichts machen. Ein Glück hat die Lea mich ein bisschen vertreten, ne, und hat dir geholfen. Sonst wärst du ja ganz alleine hier gewesen. Genau. Aber trotzdem haben wir ein bisschen was geschafft. Und man muss auch die kleinen Schritte sehen. Von daher wünschen wir euch einen schönen dritten Advent. Und bleibt gesund. Genau. Und holt euch keine Platzwunde. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich wollte noch sagen, dass alle drei Wände fertig sind. Ey, ist eine Delle drin. Aber keine Luftdelle, also eine wirkliche Delle.